Die Bundesregierung hat eine Anhebung der Krankenkassenbeiträge auf eine Rekordhöhe von durchschnittlich 16,2% des Bruttolohns auf den Weg gebracht. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will mit dem höheren Beitrag und weiteren Maßnahmen eine Finanzierungslücke von rund 17 Milliarden Euro ohne verringerte Leistungen schließen. Die Krankenkassen hätten strukturelle Probleme, sagte Lauterbach. Zum einen, wir haben eine demografische Veränderung in der Bevölkerung. Der Anteil der älteren Menschen wächst, der Anteil der jüngeren Menschen geht anteilig zurück. Das ist die demografische Veränderung. Der zweite Bereich ist die verbesserte Technologie. Wir haben stetig wachsende medizinische Möglichkeiten. Das ist positiv, das führt aber auch zu mehr Kosten. Und zum Dritten, wir haben darüber hinaus also eine Abnahme bei den Beitragszahlungen mittelfristig zu erwarten, weil der Anteil der Beschäftigten, die Beitragszahler sind, zurückgeht. Kern des vom Kabinett auf den Weg gebrachten Gesetzentwurfs ist die Erhöhung des durchschnittlichen Zusatzbeitrages für die rund 57 Millionen GKV-Mitglieder ab 2023 um 0,3 Punkte auf 1,6%. Auch die Krankenkassen und der Gesundheitsfonds sollen Reserven in Höhe von 6,4 Milliarden Euro beisteuern.